So, hallo in die Medienrunde. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel morgen bei Union Berlin. Eine kurze Info, die knapp 1000 Kleeblatt-Fans, die mitreisen, dabei wird es bleiben. Es gibt keine Tageskasse vor Ort. Also wer kein Ticket hat, bitte von der Anreise morgen absehen. Das vorweg als kleine organisatorische Info und dann begrüße ich Trainer Stefan Leitl und darf dir, Stefan, auch das Wort geben. Ja, danke, Emanuel. Ja, ich möchte jetzt auch die Gelegenheit nutzen, um mich nochmal zu äußern. Es waren ja doch sehr bewegte Tage, die vergangenen. Und ja, ich habe eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, das möchte ich hier auch erwähnen. Und zwar die Entscheidung lautet, dass ich ab der kommenden Saison nicht mehr Trainer der Spielvereinigung sein werde. Diese Entscheidung habe ich für mich persönlich getroffen. Das war eine sehr schwere Entscheidung, aber es war auch ein Prozess über mehrere Wochen hinweg. Und diese Entscheidung habe ich getroffen, unabhängig von irgendwelchen Gerüchten, die jetzt aufgetaucht sind. Es gibt auch keine Zusage an irgendeinen anderen Verein, sondern es ist jetzt erstmal die Entscheidung gefallen, dass ich mein Amt zur Verfügung stelle als Trainer der Spielvereinigung. Wir haben in den letzten fast 3,5 Jahren eine unglaublich intensive und sehr erfolgreiche Zeit miteinander verbringen dürfen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich spreche ausdrücklich auch von wir, das habe ich immer so getan. Und mit wir meine ich nicht nur mein Trainerteam, nicht nur meine Mannschaft, sondern ich meine alle Mitarbeiter der Spielvereinigung, alle Fans, alle Sponsoren, die dazu beigetragen haben, diese Erfolgsgeschichte auch mit mir zusammen zu schreiben. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Und ein ganz besonderer Dank gilt natürlich auch einer Person, ja, nämlich Rashid, für das Vertrauen und für die offene Kommunikation, für die stets ehrliche Kommunikation, für die Unterstützung, die wir jetzt in dieser gesamten Zeit hatten. Und ich weiß das sehr zu schätzen und trotzdem ist diese Entscheidung, diese persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht gegen die Spielvereinigung, sondern für mich getroffen. Und es war auch wichtig, diese Entscheidung zu treffen, weil in den letzten Wochen viel spekuliert wurde und dieses Thema auch immer wieder aufkam und für mich einfach wichtig war, dass ich jetzt Klarheit schaffen muss. Und zwar Klarheit für die Spielvereinigung, Klarheit für die sportliche Verantwortung und auch Klarheit für meine Jungs, für meine Mannschaft. Und jetzt ist die Konzentration für die restlichen Spiele da, jetzt herrscht Klarheit. Und das war mir wichtig. Ich möchte auch nochmal sagen, dass ich wirklich mit Stolz auf das Erreichte zurückblicke. Ja, wir haben 2019 begonnen, wir alle zusammen, mit der Mannschaft die Klasse in der zweiten Liga zu halten. Wir haben das Jahr drauf die Mannschaft gemeinsam stabilisiert, mit jedem Einzelnen, die ich auch erwähnt habe. Und wir haben es geschafft, sensationell letztes Jahr in die Bundesliga aufzusteigen. Mittlerweile haben wir 6 U21 Nationalspieler in 2 Jahren. Wenn man mal ein bisschen weiter rausguckt, spielen mittlerweile 2 von denen in der A-Nationalmannschaft. Und das macht mich unheimlich glücklich und unheimlich stolz. Und das wird immer bleiben. Und jetzt kann ich es nochmal wiederholen und will es nochmal wiederholen. Jetzt war der Zeitpunkt, um den Weg frei zu machen für eine neue Energie, für einen neuen Trainer, für einen Neuanfang. Und deshalb diese Entscheidung. Und nochmal, nicht gegen die Spielvereinigung, sondern für mich. Und das war mir wichtig, nochmal klarzustellen. Danke, Stefan. Dann starten wir an dieser Stelle gleich mit der Fragerunde. Christian Akbasade von Sky hat die Hand schon oben. Schöne Grüße in die Runde. Stefan,
Die Schlagzeilen hörten ja nicht auf in den vergangenen Tagen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist quasi erstmal eine Entscheidung für Sie und gegen Greuther Fürth, also nicht gegen Greuther Fürth, aber für den Abschied ist. Jetzt stellen sich natürlich alle die Frage, wenn man auch die Zitate von Martin Kind liest und sieht, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass es Hannover 96 am Ende wird. Es gab einen Austausch. Es gab auch mit anderen Vereinen einen Austausch. Und bis jetzt ist gar nichts entschieden. Ne? Die einzige Entscheidung, die gefallen ist, das habe ich gesagt, ist die Entscheidung, dass ich nächstes Jahr nicht mehr bei der Spielvereinigung Trainer bin. Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Ja, hallo auch von mir, Herr Leitl. Sie haben gerade ja schon wieder das erwähnt, wie gut die Kommunikation in den vergangenen Jahren war, vor allem mit Rashid Assoussi, wie vertrauensvoll sie war. Jetzt habe ich gestern Rashid gefragt, wann er erfahren hat von ihrem Ausflug nach Hannover. Und er hat gesagt, er hat es beim U23-Spiel am Dienstag in Burgfarrnbach gegen Augsburg am Handy erfahren. Können Sie noch mal kurz erklären, wie es dann zu dem Ausflug kam? War das ein spontan arrangierter Ausflug oder wie lief dieser Montag ab? Ja, ich glaube, dass ich das jetzt nicht mehr kommentieren brauche. Es gab einen Austausch, es gab ein Treffen und ja, es war ein Treffen, wie es in der Branche üblich ist. Und ja, es war zu einem Zeitpunkt, wo Entscheidungen gefallen sind. Und ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Frank Linkisch vom Kicker. Ja, Herr Leitl, auch noch zwei Anschlussfragen. Man hat ja die letzten Wochen gemerkt, dass Sie das Thema auch beschäftigt und Sie mit sich ringen. Wann konkret ist Ihnen dann klar geworden, dass die Entscheidung heißen muss, Sie verlassen die Spielvereinigung? Und wenn Sie sagen, es war eine Entscheidung für sich, also für Sie, was waren denn die konkreten Gründe, dass Sie gesagt haben, hier geht es jetzt nicht weiter und ich brauche was Neues? Ja, wir haben ja oft gesprochen, Herr Linkisch, über dieses Thema dann auch. Und wie Sie es ja auch schon gesagt haben, ist es natürlich ein Prozess, der sich über mehrere Wochen hin auch entwickelt. Und ich habe für mich entschieden, nach dem Spiel gegen Leverkusen, nochmal auch, als dann dieser Tag frei war, nochmal Gedanken gemacht, was ist das Beste jetzt für beide Parteien. Und ja, mit dem Abstieg war oder bin ich zur Entscheidung dann auch gekommen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um, so wie ich es gesagt habe, ich glaube einfach, dass ich übergebe eine Mannschaft, die aus der Bundesliga jetzt abgestiegen ist. Ich habe das ja vorneweg schon erläutert. Ich glaube, insgesamt steht der Verein sehr, sehr gut da für die kommende Liga. Es sind viele Verträge, die gelten für die zweite Liga. Rashid wird eine gute Mannschaft auf die Beine stellen. Und dann kam für mich einfach die Überzeugung, dass eben ein Neuanfang her muss, dass eine andere Energie auch wieder in den Verein rein muss, dass eine andere Ansprache, die Jungs brauchen vielleicht auch eine andere Ansprache. Und dazu war ich jetzt auch nicht mehr bereit, das zu tun. Und deshalb habe ich für mich diese Entscheidung getroffen. Martin Morawetz, dpa. Hallo Herr Leitl. Eine Verständnisfrage. Sie werden also definitiv im Sommer einen neuen Profiverein übernehmen. Und die nächste Frage, was kann Ihnen Fürth nicht mehr bieten, was Ihnen ein anderer Verein bieten kann? Also bis jetzt ist nichts entschieden, was ich im Sommer mache. Und Fürth, es geht nicht um mir etwas zu bieten, sondern für mich diese Entscheidung zu treffen, im Sinne des Vereins auch hier einem Neuanfang nicht im Wege zu stehen. Und das habe ich getan. Und somit habe ich Klarheit geschaffen für alle Parteien und wünsche einfach gute Entscheidungen und ja, dass dieser Weg, den wir bestritten haben, jetzt diese letzten 3,5 Jahre, dass der auch fortgesetzt wird. Und da habe ich aber auch keine Zweifel dran, dass Rashid das auch in der Form weiterführen wird. Und für mich war jetzt wichtig, Klarheit zu schaffen, dass wir uns auch auf diese letzten 3 Spiele konzentrieren können, dass wir uns ordentlich aus dieser Bundesliga verabschieden, dass die Spieler die Chance haben, ja, sich auch nochmal zu zeigen, ja, auch dem neuen Trainer zu zeigen. Und das ist jetzt meine Aufgabe, die Jungs einzustellen und vorzubereiten für diese letzten 3 Spiele.
Christian, kommen wir nochmal zu dir. Daran anknüpfen, Stefan, bis wann wollen Sie denn eine Entscheidung treffen und kann das beinhalten, weil das ist natürlich ein bisschen verwirrend mit Blick auf eine Ausstiegsklausel, über die viel gesprochen wird, dass Sie möglicherweise sich auch Zeit nehmen und nicht direkt im Sommer einen neuen Verein haben werden, sondern möglicherweise sogar ein Jahr Pause machen. Es kann alles passieren und über Vertragsinhalte, glaube ich, brauchen wir jetzt hier auch nicht sprechen, sondern ich wollte einfach nur nochmal klarstellen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und die ist, dass ich nächstes Jahr nicht mehr Trainer hier sein werde und unabhängig von den Gerüchten, die aufgetaucht sind und dass es keine Zusage an einen anderen Verein gibt. Nachdem ich keine weitere Wortmeldung mehr sehe, würde ich dann noch Stefan mal Richtung Union blicken. Genau. Wir haben morgen ja Auswärtsspiel, Freitagabend. Vielleicht kannst du uns da ein personelles Update geben und ein bisschen auf das Spiel vorausschauen. Ja, zunächst ist es so, dass wir uns echt richtig freuen auf dieses Spiel. Freitagabend, ja, in Berlin, alte Försterei. Trotzdem ist es nicht ganz so einfach wie in den Wochen zuvor halt auch, haben wir doch das ein oder andere Problem. Es ist so, dass Max Christiansen nach wie vor nicht zur Verfügung stehen wird, aufgrund seiner Corona-Infektion. Max ist aber ist raus aus der Isolation, muss aber, und das ist, habe ich ja auch jetzt schon des Öfteren erwähnt, dass die Gesundheit der Spieler über allem steht und er muss jetzt erst nur den Medizincheck machen, ist er absolviert, wird er Anfang nächster Woche ins Training wieder einsteigen. Wir haben Jeremy Duziak, der ja jetzt leider, oder der im Kader jetzt war, leider nicht, sondern jetzt leider erkältet ist, ja, der hat eine Mandelentzündung, der wird definitiv ausfallen. Paul Seguin wird noch nicht zur Verfügung stehen. Jamie Leveling wird mit dabei sein, hat die Woche über trainiert. Wir haben ja da auch die Belastung gesteigert, er hat grünes Licht gegeben für die morgige Partie. Wir haben noch ein paar müde Beine von den Jungs, die bei der U23 gespielt haben. Die werden aber bis morgen auch hoffentlich gut sein. Und das ist das Personal-Update. Natürlich nicht optimal, aber das wisst ihr ja auch, dass ja, mir steht eine Mannschaft zur Verfügung, die morgen ein gutes Spiel machen wird. Und dann geht es gegen eine Mannschaft, die ja allen Respekt an Union, wie sie sich entwickelt haben, wie sie spielen, mit welcher Souveränität sie mittlerweile auch auftreten. Und brauche ich euch nicht sagen, das wird natürlich ein dickes Brett morgen. Und trotzdem wollen wir ein gutes Spiel zeigen. Und ist natürlich auch, das habe ich den Jungs auch gesagt, dass wir wollen punkten. Wir sind es der Liga schuldig, wir sind es uns selbst schuldig, wir sind es unseren Fans schuldig, dem Verein. Und wir wollen in den letzten drei Spielen punkten. Und ich glaube, Freitagabend in Berlin wäre ein guter Anfang. Michael? Ja, ich hätte noch eine personelle Anschlussfrage. Jessic Nankam hat ja zuletzt sehr, sehr lange gespielt und auch ziemlich gut für sein Debüt, also in der Startelf. Wie hat er das denn verkraftet? Ist weiterhin alles gut bei seinen Beinen, bei seinem Knie? Hat er auch nach dem Testspiel in Regensburg schon gesagt, das hatte keinerlei Auswirkungen. Also ist er auf einem guten Weg und könnte er jetzt dann auch wieder starten, weil Jamie wird nach der Infektion ja wahrscheinlich kaum in der Startelf stehen können direkt. Ja, ich muss jetzt schmunzeln, weil es mich halt auch freut, ja, dass dass Jessic nach dieser langen Leidenszeit zum Einsatz kam und auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Er fühlt sich gut. Er darf in Berlin Fußball spielen. Das ist auch wichtig für ihn. Und er wird morgen auch starten. Trotzdem müssen wir natürlich schon auch einen klugen Kopf bewahren. Und Jessic muss dann auch in der Kommunikation offen und ehrlich sein, wie viel Saft er dann tatsächlich auch hat. Aber er wird definitiv beginnen. Christian, kommen wir zu dir nochmal. Stefan, wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sind das noch drei Spiele nach der Reise, die Sie beschritten haben mit Greuther Fürth, eine sehr emotionale Reise.
die eigentlich immer nur den Weg nach oben gefunden hat. Was werden das für drei Spiele für Sie persönlich auf emotionaler Ebene? Die werden sicherlich nicht einfach, das ist ja klar. Es ist eine unheimlich enge Verbindung auch entstanden über diese drei Jahre. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, mit welchem Erfolg dann auch gekrönt, das sicherlich in der Form auch keiner erwartet hat. Und da überwiegt natürlich auch der Stolz, das habe ich schon gesagt. Und es wird schwer, es ist auch Bundesliga, ja, absoluter Traum, dort arbeiten zu dürfen. Jeder Spieltag ist ein Festtag und ich möchte mit meinen Jungs ja diese drei Spiele, die wir jetzt noch gemeinsam haben, einfach genießen. Und zum Genießen gehört für mich auch dazu, erstmal gut zu spielen, die eigene Performance auf den Platz zu bringen und dann zu punkten. Und das wünsche ich mir für meine Jungs, wünsche mir das für den Verein. Und dann, glaube ich, kriegen wir einen guten Abschluss hin. Michael? Ja, noch eine kurze Frage zu Union Berlin. Sie haben sie gerade schon erwähnt, wie souverän sie Fußball spielen. Das erstaunt wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Vor ein paar Jahren war Union ja noch auf Augenhöhe mit dem Kleeblatt. Was macht der Verein? Was macht auch vielleicht Urs Fischer aus Ihrer Sicht so gut, dass der Verein jetzt nach drei Jahren in der Bundesliga womöglich Champions League spielen könnte? Ja, es ist einfach eine Entwicklung Jahr für Jahr zu sehen. Union hatte im ersten Bundesliga-Jahr auch große Probleme, die Liga zu halten. Sie haben dann auch ja, die wirtschaftlichen Möglichkeiten gehabt, um sich dann auch dementsprechend zu verstärken, um die Liga zu halten und haben einen ganzen klaren Plan. Ja. Genauso wie wir hier in Fürth, welche Spieler verpflichtet werden sollen, welche Spieler kommen, wenn man jetzt nur mal diese Saison sieht, Beispiel Haraguchi, einer der Topspieler aus der zweiten Liga. Ja, ein anderer Topspieler von uns wird auch dorthin wechseln. Sie haben Spieler in einem sehr, sehr guten Fußballalter, haben da eine gute Homogenität reinbekommen, sind physisch unheimlich stark. Und haben sich entwickelt über die Jahre hinweg. Und es ist einfach ein gefestigter Bundesligist mittlerweile. Und das habe ich ja schon gesagt, davon muss man den Hut ziehen, auch vor der Arbeit vor Urs. Ja. Habe ich größten Respekt, aber das weiß er auch. Das habe ich ihm jetzt schon zweimal gesagt. Ich werde es ihm auch morgen nochmal sagen. Und trotzdem fahren wir nach Berlin, um zu punkten. Und das wünsche ich mir für meine Mannschaft. Martin? Herr Leidl, ich hätte noch mal eine Nachfrage, weil ich finde, dass Sie einen durchaus nachdenklichen Eindruck auch machen. Sie haben gesagt, bis zum Sommer, oder es ist noch nicht entschieden, was Sie ab dem Sommer machen. Ist das nicht auch ein gewisses Risiko, das man eingeht, als Arbeitnehmer zu sagen, ich weiß noch nicht, was dann passiert? Wir sprechen jetzt bitte über Union Berlin und die Spielvereinigung. Und ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet und ich habe auch alles klargestellt. Und deswegen bleiben wir bitte bei Union und einem wichtigen Spiel für unsere Spielvereinigung. Nachdem es auch keine weiteren Fragen mehr gibt, danke ich dann für eure Teilnahme an der Pressekonferenz. Stefan, dir und der Mannschaft eine gute Anfahrt jetzt nach Berlin und dann morgen ein erfolgreiches Spiel. Dankeschön.